Ey, ich hab gestern gesehen, es gibt ja... Das ist sau chillig. Bei uns ein Sender, der heißt, ich weiß nicht, ob ihr den auch empfangt, aber der heißt halt NRW-TV. Nee. Und, da habe ich gestern gesehen, es ist im Endeffekt wie, der Rocket Beans Twitch-Channel in schlechter, zumindest da, als ich eingeschaltet hatte, weil die haben einfach sich in so einen schlechten Greenscreen gesetzt und, Mario Brothers gezockt. Toll. Okay. Im okay. Fernsehen. Und dann so, das ist jetzt der Retro-Abend, das machen wir jetzt jeden Freitag. Was? Was? Ja, und das, da sind wir an dem Punkt. Ich habe Fernsehen jetzt für mich selber vor ein paar Jahren dann abgesetzt. Also bis auf die eben genannten Sachen und ProSieben Max ab und zu oder RTL Nitro, wo halt sau alte Sachen laufen, die man nochmal gucken Kabel kann. Kabel 1. Ja, Kabel 1 auch ab und zu. Telefon. Oder so eine alte Folge Two and a Half Men auf ProSieben. Nein, Two and a Half Men ist I. Weg. Ja, die neuen Töten. Folgen sind I. Weg. Aber die alten Nein, Folgen die neuen Folgen sind sogar noch besser als die alten. Was? Ja. Okay, okay. Charlie Sheen ist der größte Spaß. Ich meine kontroverse Meinung hier kundtun. Da sind zu wenig fette Leute, ich finde, oder? How I Met Your Mother scheiße. How I Met Your Mother ist die beste Serie, die es jemals gegeben hat. Also ab der Hälfte wurde sie echt lahm, ja. Nein. Vorher war sie in Ordnung. How I Met Your Mother ist die beste Serie, die es jemals gegeben hat. Und alle, die das Ende schlecht fanden, die haben keine Ahnung, weil genau das Ende die konsequente Geschichte erklärt. Ja, die im Endeffekt ohne die ganzen Gags, weil es geht in How I Met Your Mother einfach nie, auf Dauer nicht um die Gags, sondern es geht um die Geschichte, die erzählt wird. Und die Geschichte ist verdammt geil. Und das Ende ist einfach die logische Konsequenz dieser neuen Staffeln. Ja, und wer das scheiße findet, der hat die Serie nicht verstanden. Ja, so. Das mag ja alles sein, aber so How I Met Your Mother, also die Story davon in der Nutshell ist, hallo Kinder, ich bin euer Vater. Und bevor ich eure Mutter getroffen habe, habe ich fucking über 1000 Frauen gebumst. Nee. Doch. Das ist ja, nee. Es war nee. Aber so. Also nee. Ja, aber es ist nicht die Geschichte, um die es eigentlich geht. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und an sich, es ist ja nicht das Ende, das ich persönlich jetzt schlecht finde. Klar, viele erwarten dann von Serienenden immer so ihr sie malen es sich schon im Kopf aus. Oh, das perfekte Ende so für mich. Und dann kommt es halt immer anders. Und... Ja, ich weiß nicht. Ich nehme den das weiß Ende nicht, die nicht beste übel, Serie ist, die aber ich muss Ihnen sagen, dass die neueren Staffeln einfach lahm geworden sind. Genauso wie bei Two and a Half Men. Und das Ende von Two and a Half Men war tatsächlich totaler Bullshit. Interessiert mich nicht. Ich habe es eh nie so richtig geguckt, aber man kam ja um Two and a Half Men nie rum, wenn man früher ProSieben mal geschaut hat. Heute dementsprechend, immer. Ja, weiß ich aber nicht. Dementsprechend habe ich natürlich die eine oder andere Folge gesehen. Und ich habe jetzt einfach gehört, dass Walden und Alan aus irgendeinem Grund geheiratet haben. Und das war für mich wieder sowas so... Ja, darum ging es ja gar nicht mehr so am Ende. Das, ja, keine Ahnung. Ja, ist ich mir weiß egal. Selber nicht. Ich habe nur die letzte Folge gesehen, den Rest habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe das zwar auch gehört, habe mir so gedacht, oh Mann. Aber... Nee. Ich möchte mal über Game of Thrones reden kurz, weil ich meine Aussage korrigieren muss, weil ich bis jetzt noch nicht sicher bin, ob ich Game of Thrones nicht doch als die beste Serie ever bezeichnen würde. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil sie halt noch nicht zu Ende ist. Ich hab sie nicht gesehen. Auch nicht, hab nur Game of Thrones einfach verdammt genius ist. Keine Ahnung, ein Kumpel wollte mir mal wollte mir mal die erste Folge oder irgendwie so näher bringen. Da sind dann irgendwie Leute, die durch den Schnee sind und wieder geredet haben und dann wieder zurück. Für mich, mir kam es so vor, ja, Dialoge, wie so, voll wie so scheiße, irgendwas. Alter, boah. Keine Ahnung, mich hat das ganze Setting null interessiert. Wirklich null. Nee, ich halte mich ja auch immer sehr gerne bedeckt, was so Mainstream-Serien angeht. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Game of Thrones ist keine Mainstream-Serie, nur weil es viele schauen. Game of Thrones macht so viele Sachen so anders als die meisten Serien. Ja, das mag sein, aber trotzdem schauen es viele. Also das meine ich jetzt gerade. Mein persönliches Dings von wie ich Mainstream verstehe, ist, dass das alle gucken sozusagen. Ich meine, mit Breaking Bad war das ja genauso und Breaking Bad war auch verdammt gut. Und ich habe Game of Thrones auf Platte und ich habe mir vorgenommen, es mir anzusehen. Trotzdem habe ich
jetzt nicht so, ich hype es jetzt nicht so und freue mich total drauf, ja, jetzt gucke ich irgendwann mal die erste Folge oder so, sondern ja, irgendwann gucke ich mal die erste Folge und dann schaue ich mal, wie das wird. Ich meine, da ist dieser kleine Typ und der sieht auch ganz lustig aus. Und ja. Oh, das tut mir gerade so im Herzen aber weh. Das tut so weh. Um auf das Ursprüngliche zurückzukommen. Der sieht ganz lustig aus. Der sieht ja auch lustig aus. Ich meine, guck dir an, der sieht aus wie so ein Mittelalter. Das ist fucking Tyrion Lannister, du Spaß. Nur drin, weil er klein ist. Ja, er ist klein und ein bisschen dick. Er ist nicht nur drin, weil er klein ist, das ist auch wieder so ein dummes Argument, weil es die Bücher schon weit, weit vorher ich gab. Ich habe weder die Bücher noch die Serie gesehen, deswegen ist das für mich ein kleiner Typ. Ja, aber du hast ja auch nicht gesagt, sondern der andere Herr, der hier noch mit drin sitzt. Ich habe die Serie jetzt zum Film genommen, weil da ein kleiner Typ drin ist. Nein, 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 nein. Verbrenne, du Ketzer. Wenn man Psycho so mit sowas so aufregen kann, wenn man irgendwas... vor allem, das... Ich würde es ja verstehen, wenn du dich jetzt aufregen würdest, wenn ich die Serie schlecht mache, aber ich sage, der Typ ist klein und er ist fucking klein. Du kannst da gar nichts gegen sagen. Ja, und damit stellt Arvid ja indirekt, dass es einfach plump und dumm gemacht ist. Nein, er dass ist dieser klein! Charakter nur, er ist dass einfach klein! Nein, dass dieser Charakter nur drin ist, weil er klein ist und nicht, weil er irgendwie er eine wichtige ja Rolle witzig, einnehmen weil er klein oder ist. Tatsächlich. Ist auch einen ja, bestimmten Grund hätte, dass er klein ja, ist. Kann nein, ja er ist einfach nur klein, weil es cool ist, dass er klein ist. Der Typ hat bestimmt einen deepen Auftrag in der Serie. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber ich habe nicht mehr als Bilder von dieser Serie gesehen. Und auf diesen Bildern war er klein. Und weil er klein ist, ist er lustig. So, ganz einfach. Wenn ich die Serie sehe, habe ich bestimmt ein anderes Bild von dem. Ist das nicht eigentlich derselbe, der bei Jackass die ganze Zeit mitgespielt hat? Nein. Oder war das ein anderer? Alter, aber es ist doch derselbe der Typ, auch gleich. Der in Nein, Destiny den Multiplayer-Sprecher spricht, oder? Das ist der Typ, der diesen Guide-Typen da spricht, den du als Destiny hast, diesen Ball. Ghost. Ja, so. Das und? Ist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ja, das ist. Ja, da kann er ja nichts für. Also ja, doch, er hat die Stimme. Weil er Geld da kann er ja nichts für. Auf jeden Fall. kann er ja nichts spielt für. Spielt der auch den hier, habt einer von euch den einen der besten X-Men-Filme überhaupt tatsächlich? X-Men letzte, wie heißt der denn? Days of Future Past. Den letzten. Ich muss sagen, ich habe noch keinen einzigen X-Men gesehen. Ach, stimmt, muss da es war aber ja unbedingt der mal nachholen, da war der weil Patrick Stewart mitspielt. Oh ja. Und ich Patrick Stewart, stimmt, eine ja geniale auch, der war Person alt und finde. Glatzköpfig da. Weißt du, was mich ja, entgeflasht hat, was ich nicht wusste, auch. Ist, dass Patrick Stewart in Oblivion Uriel Septim gesprochen hat. Da habe ich mal auf Englisch in so einem Let's Play angesehen. Alter, dann packt er da plötzlich diese Patrick Stewart Erzählstimme aus. Wow. Das war voll der Mindfuck. Das wusste ich nicht. Das ist harter Trivia. Das war fast so ein harter Mindfuck, wie als ich rausgefunden habe, dass die Sparkasse ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist. Oder nicht öffentlich-rechtlich, sondern staatliches. Irgendwie sowas halt. Irgendwie so. Das wusste Nein, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so eine richtige Firma und shit. Genauso wie ich nicht wusste, dass Oni und der MND dasselbe sind. Ja. Ist aber naja. Schon peinlich, ne? Ja. Aber um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, ich schaue kein Fernsehen mehr, weil es verdammt scheiße ist und dann mache ich lieber meine Konsole an, schmeiß YouTube an oder gucke irgendwas auf Twitch. Seitdem Streamingdienste jetzt wirklich gut geworden sind, braucht man sie auch nicht. Braucht man keinen Fernsehen. Ja, genau. Also wenn ich dann kein Internet-Shit gucken will, dann gucke ich halt irgendwas von meiner Platte oder von dem Streaming-Anbieter und dann schaue ich genau das, was ich sehen will und nicht die Pisse, die mir da gerade vorgesetzt. Wobei es halt, aber das muss man ja sagen, es gibt teilweise immer noch hier und da coole Sachen, die es halt einfach nur auch so im Fernsehen geben kann. So irgendwelche, keine Ahnung, so auf Arte oder so läuft halt irgend so ein Shit, der halt total altbacken klingt und irgendwie auch ist, aber trotzdem ganz interessant, so irgendeine Kafka-Dokumentation oder so und das läuft halt dann nur im Fernsehen oder gibt's auf YouTube irgendwie abgefilmt in schlechter Qualität. Also wie wurde also gesagt, sagen, Arte ist der schwule Bruder des ARD. Das hat mich an sich gedacht. Vor allem jetzt, dass ich dachte, ARD ist schon schwul. Oh, nee, ich habe letztens schockiert gesehen, dass es auf ZDF jetzt ein neues Format gibt. Und das heißt nicht mehr heute, das Heute-Journal, was sondern mit gestern. Mit Kleber und Heute Plus. Wow. Und das mit so einem jungen Typen. Und vor allem gestern habe ich das wieder gesehen. Und dann lief da so ein Beitrag über, wo war das nochmal? War, glaube ich, nicht über Griechenland, oder? Sondern über... Ja, auf jeden Fall, der Clou war, er hat
gesagt, der und der spielt jetzt mal den Erklärbär, was ich erstmal schon behindert fand von der Formulierung her. Aber gut. Und hat dann auch irgendwas hingedeutet, hat so irgend so eine Frage gestellt, die dann der Aufhänger des Beitrags sein sollte. Und dann war der Beitrag zu Ende und die Frage war einfach nicht beantwortet. Oh. Ist auch so, okay, was sollten wir, hä? Das ist auch wieder so ZDF in der Nutshell. Das ist schon, kannst du dir einfach nicht geben. Aber um nochmal zurückzukommen, noch nicht mal für diese Sachen, die du auf Arte, okay, bei Arte kann das vielleicht sein, das weiß ich nicht. Aber selbst die Sachen, die tatsächlich schauen, sehenswert sind im Fernsehen, haben die meisten Kanäle im Internet sowieso Mediatheken, auf denen du die Sachen guckst. Ich zum Beispiel finde Zirkus Halligalli relativ lustig, tatsächlich, was ich auch erst nicht gedacht habe, aber dann habe ich da mal reingesetzt. Seit wann, als Alter, Joko und Klaas, guck schon seit MTV Home. Ja, die waren auch damals ziemlich gut, aber ich habe da einmal so reingesetzt und da hatten die HP Baxter zu Gast und ich habe mich so bepisst vor Lachen. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Dumm, deswegen ist aber die große Sache ist ja die, ich muss das nicht mal im Fernsehen gucken. Ich gehe einfach da bei 7TV oder wie sich der Scheiß da nennt, da gehe ich dann da rein und gucke ich das, wann ich will. Fernsehen, ich warte immer noch auf diesen großen, glorreichen Tag, wenn Fernsehen endlich weg ist. Oder wo im Fernsehen halt nur noch Arte läuft. Ich sag dir aus folgendem Grund, warum es das nicht geben wird. Erstens, momentan sowieso nicht, weil halt Leute, die halt einfach ein bisschen älter sind, als wir alle Fernsehen gucken. Ja, so. Wo wir erstens wieder bei den Leuten sind, die nicht im 21. Jahrhundert ankommen wollen. Und zweitens, ja, aber diese sind halt, vor allem Rentner, natürlich sind es einfach nicht gewohnt. Und Fliesentischbesitzer sind da, sage ich. Bam. Wieso sollten sich Rentner jetzt auch noch damit beschäftigen, was das Internet ist? Das finde ich auch irgendwie unnötig und deswegen auch verständlich. Und vor allem, was sich man nicht vergessen sollte... beschäftigen, was das Internet ist. Ja, ist doch so. Und die wissen ja noch keine Ahnung so davon. So schwer. Oh ja. Nein. Ey. Eine Schublade. Du lachst, aber es gibt den nicht umsonst... und den Journalisten gibt, sind bei mir es Rentner. Es gibt nicht umsonst Kurse für Rentner, wie man in Word tippt. Deswegen, sei nicht schockiert. Es ist so. Es ist einfach, das müssen wir beigebracht wird, wie man im Word tippt, obwohl es viel wichtiger wäre, ihnen zu zeigen, wie man einen Browser bedient. So, nun ist aber auch Tatsache, dass ich immer wieder feststelle, dass wir sind ja relativ deep im ganzen Internet-Tech-Gedöns drin, aber es gibt auch viele Leute, auch in unserem Alter, die halt einfach sich da, die natürlich mit ihrem Smartphone unterwegs sind und shit und so, aber die halt trotzdem einfach sagen, so, ich gucke jetzt Fernsehen. Weil die es einfach gewohnt sind, weil es irgendwie so ein bisschen altbackener Kult, keine Ahnung, irgendwie so, weil es halt einfach im Fernseher rumsteht und shit. Ja, und die halt nicht auf die Idee kommen, Streamingdienste. Bei denen wird das halt nochmal mindestens 5 bis 10 Jahre dauern, bis das bei denen ankommt, so. Die gucken ja, es gibt ja diese Leute, die gucken Fernsehen ohne Ziel. Sozusagen, ja. Die gucken auch gar nicht Fernsehen wegen dem Entertainment, sondern sie lassen einfach Bilder auf sich einregnen und das irgendwas läuft im Hintergrund. Ja. Mag ich eigentlich auch ziemlich gerne, wenn irgendwie der Fernseher läuft, irgendwas läuft da und dann, ja, dann ist es nicht so still oder so. Oder einige Leute, die können sich nicht einfach so ins Bett legen, um zu chillen, sondern dann muss der Fernseher laufen. So, und dann in so einer Situation ist natürlich egal, was läuft. Und dann kannst du ja auch den Fernseher meinetwegen anmachen. Aber ich zum Beispiel schaue Fernsehen mit einem Ziel. Entweder ich will unterhalten werden oder ich will über etwas Spezielles informiert werden oder irgendwie sowas. Aber ich gucke nicht einfach wegen der Bilder. Das. Nee. Ja, aber was ich halt nur sagen will damit ist, dass ja auch andere Leute das, also das durchaus noch konsumiert wird von Leuten, die nicht älter als 50 oder 60 sind und dementsprechend halt Fernsehen immer irgendwie, glaube ich, oder noch zumindest eine lange, lange Zeit da sein wird. Ja. Genauso wie Radio. Ja, gut, es wird uns nicht in nächster Zeit verlassen, aber ich denke, dass es auf jeden Fall schrumpft. Im Großen und Ganzen kannst du eigentlich ansehen, kannst du sehen wie Radio. Radio ist eigentlich Fernsehen, nur schon eine Stufe weiter. Näher am Abgrund.